Spitzenleistung 2022. Die Schwester Gisela. Erster Versuch. Ähnliches Prädikat für sie. Auch Gisela mit sehr gutem Saisonstart. 71,02 in Jugoslawien. Da war es zwar auch etwas kühl, aber trocken. Und nun bei dieser Nässe wirft sie an die 70-Meter-Marke heran. 69,24. Ganz erstaunlich, was die Werferinnen und Werfer leisten. Ja, da kommt die Weite. Und weiter das Duell unserer besten Diskuswerferinnen. Die Weltmeisterin Martina Opitz und die ASK-Athletin Gisela Bayer. Martina jetzt in der vierten Drehung. Erstaunlich beständig auch in der Serie. Man hat mit viel mehr ungültigen Versuchen gerechnet. Hier drängt sich die Frage förmlich auf, was wäre, wenn hier gute Temperaturen herrschen würden, wenn der Wind vielleicht sogar günstiger wäre, vor allen Dingen, wenn es trocken wäre. Natürlich, vieles ist Spekulation, aber man könnte annehmen, dass die Scheibe zumindest in Weltrekordnähe geflogen wäre. 67,20 für Opitz und Gisela Bayer kontert. Gisela führt mit 69,58. Dann Martina mit 67,14. Und Martina Opitz, die Weltmeisterin, versucht nun im letzten Durchgang noch einmal Gisela Bayer zu gefährden. Wie gesagt, 69,58. Und auch das bemerkenswert. Die DHFK-Athletin kann sich im letzten Versuch noch einmal steigern. 68,80. Zwei klasse Konkurrenzen. Diskuswerfen der Frauen und Kugelstoßen der Männer mit den Spitzenleistungen abgeschlossen. Wir haben natürlich allein schon deshalb einen großen Reiz für uns als Zuschauer, weil die neue Siebenkampf-Weltrekordlerin Sabine Peetz hier dabei ist. Die Kamera fängt sie groß ein. Die ja in Potsdam bei ihrem Weltrekord mit 12,64 Sekunden in dieser Disziplin startete. Und das war natürlich eine glänzende Voraussetzung. Kerstin Knabe testet sie. Rechts Terpe, dann Peetz, dann Knabe, Feuerbach und Kovarik. Und wie erwartet Sabine Peetz, die Mehrkämpferin, ist ganz klar die stärkste. Sie gewinnt vor Kerstin Knabe und vor Cornelia Feuerbach in 12,90 Sekunden. Unter 13 Sekunden. Das ist heute schon sehr, sehr gut. Die Zeitlupe. Kerstin Knabe wusste natürlich, wie stark ihre Clubkameradin ist. Ließ sich auch schon zu einem Fehlstart verleiten. Auf dem zweiten Teil der Distanz ist die hochgewachsene Leipzigerin stärker. Aber da hat Sabine Peetz schon alles für sich entschieden. Im Endspurt kommt dann Feuerbach deutlich zu sehen. Und vierte Kovarik. Siegerin ist aber Sabine Peetz. Jetzt sind wir original im Erfurter Georgi-Dimitrov-Stadion. Es hat über 100 Meter der Hürden noch einen zweiten Lauf gegeben. Den hat wieder Sabine Peetz gewonnen. Und diesmal hat sie sich sogar noch gesteigert auf 12,85 Sekunden. Also sie untermalt praktisch auch mit diesem Lauf ihre derzeit ausgezeichnete Form, die sie, naja, wem sage ich das, beim Siebenkampf-Weltrekord in Potsdam deutlich untermauert hat. Speerwerfen der Frauen. Fünfter Durchgang, das ist Petra Felke. Natürlich muss ich Ihnen jetzt sagen, wie es aussieht, aber ich glaube, wir haben auch die besten Versuche von Petra Felke und von Antje Kempe aufgezeichnet und möglicherweise reichen wir sie noch nach. Also Petra Felke, die
neue DDR-Rekordhalterin, hat bislang 67,82 Meter erzielt. Ebenfalls ein klasse Resultat, aber damit ist sie derzeit nur Zweite. Über 65 Meter Spitzenreiterin ist Antje Kempe, ihre Clubkameradin mit 70 Metern und 58 Zentimetern. Die Zeitlupe des Versuches von Petra Felke. Also nun haben wir auch noch Glück, denn die Konkurrenz war wahrlich nicht so gut wie die anderen, die wir schon ins Bild gesetzt haben. Cottbuserin Fürst könnte das sein beim Speerwerfen. Knapp unter 60 Meter bislang. Diese Konkurrenz wird eindeutig durch die beiden Jenaren bestimmt, durch die Schwur ihrer Clubkameradin. Und dann vielleicht bekomme ich mal aus unserer Redaktion in Berlin das Signal, ob wir in der Lage sind, dann auch den Versuch von Antje Kempe zumindest einzuspielen. Denn 70 Meter, die muss man ganz einfach zeigen. Sie haben den Stadionsprecher sicher verstanden. Die Weitsprungkonkurrenz ist beendet. Henry Lauterbach hat sie gewonnen mit dem Sprung, den wir Ihnen zeigen konnten. Dann noch ein Ergebnis-Nachtrag, 110 Meter Hürden. Thomas Munkelt hat sie gewonnen in 13,71, auch das ist gut bei diesen Verhältnissen. Dann Rossland ASK 14,04 und Ringklepp SCK Markstadt 14,39. Petra Felke, die DDR-Rekordhalterin, die nur 2 Zentimeter unter der Weltbestleistung der Finnin Lilak liegt. 4 Zentimeter, 74,76 ist Lilak und 74,72 Petra Felke. Ungültig. Bei Petra Felke war heute deutlich zu sehen, dass sie sehr variiert immer wieder versuchte, den Speer ein bisschen anders anzustellen, zu testen. Natürlich nicht immer erwischt man den Idealwinkel. Den hat heute Antje Kempe vielleicht besser gepackt und diesmal hat sie die Nase vorn. Aber ich meine, dieser Zweikampf der beiden Schützlinge von Karl Hellmann, der sollte sie gegenseitig befruchten, sollte sie noch weiter nach vorn bringen. Diese beiden sind ja auch von der Mentalität her etwas unterschiedlich. Petra Felke und Antje Kempe. Gleiche Fazit ziehen, wie beim Diskuswerfen, wie beim Kugelstoßen. Bewundernswert die Athletinnen und Athleten mit ihren Siegerleistungen. So, was haben wir dann hier in Erfurt im Georgi-Dimitrov-Stadion noch zu erwarten? Auf jeden Fall die 100 Meter Endläufe der Männer und der Frauen. Das ist also Antje Kempe, dritter Durchgang. Und der Speer fliegt tatsächlich über die 70 Meter Marke. 70 Meter und 58. Bei dem Wettkampf in Celje, da warf Petra Feld und Eckert von rechts nach links. Den Bedingungen des Tages entsprechend Marlies Göhr, Ingrid Auerswald und Kirsten Emmelmann-Simon mit langen Hosen. Aber die kleine Jenaerin ist in jeder Kleidung schnell. Und wie schnell sie ist! Wie schnell sie ist! Unter 11 Sekunden! Unter 11 Sekunden! Nein! Diese junge Dame kann man nur bewundern. Ingrid Auerswald gratuliert, die zweite, dann Kirsten Emmelmann. Bei diesen Temperaturen unter 11 Sekunden. Damit unterstreicht sie natürlich ganz deutlich ihre Leistung von Potsdam, die 10,86. Das ist die Zeitlupe
wie sie sich löst, wie sie Boden gewinnt, wie sie Abstand, wie sie Meter zwischen sich und die anderen bringt. Sie ist die weltbeste Sprinterin. Sie braucht keine Höhenlage. Sie läuft ihre Superzeiten, ja, tatsächlich bei jeden Bedingungen. Zweite Auerswald und dritte war dann Ines Schmidt. Ines Schmidt war dritte. Prima, Malis Gier.